In der heutigen Folge von Ghost of Tsushima befassen wir uns mit dem letzten Masterplan vor der alles entscheidenden Schlacht. Wir räuchern die letzten Lager der Ronin aus und wir gehen auch aus dem fünften Duell als klarer Sieger hervor. Herzlich willkommen zurück hier bei Ghost of Tsushima am Pass, beziehungsweise nahe der Festung am Pass, die wir beim letzten Mal erobert haben. Dadurch haben wir einen Weg gefunden, die Burg Shimura zu umgehen, die für uns wahrscheinlich tödlich wäre, und wieder zurück in den Süden zu kommen von hier. Hier oben... Ja, es geht's rund. Hier ist es geht der finale, das, ja, weiß nicht, der finale Move. Der finale Move um den Khan. Nee, nicht da, sondern. Warte mal, wo hängt er rum? In irgendeiner Bucht. Izumi-Hafen. Doch, hier. Hier hängt der Khan rum. Hier ist die entscheidende Schlacht. Hier warten unsere Freunde darauf, dass wir zurückkommen und mit ihnen gemeinsam den Khan töten und somit die Invasion beenden. Also ich habe das Gefühl, wir sind recht nahe an, an der alles entscheidenden letzten Schlacht. Da ich aber ungern in eine letzte Schlacht gehe und zu viel liegen lasse, ich meine, ich lasse einiges liegen, wie man hier unten sieht, noch ein paar Forts so oder so ein paar Lager, die ich liegen gelassen habe, ganz viele kleine Nebenquests habe ich liegen gelassen, aber hier gibt es ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall erledigen will und damit zur Vorstellung des wahrscheinlich letzten Masterplans vor der entscheidenden Schlacht. Also, der erste Weg führt uns hierhin zu den Berghangruinen. Das ist wohl das alte Lager unseres Vaters, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das wollen wir befreien. Dann will ich hierhin, die Story habe ich schon angefangen, also kann ich hier auch schnell mal zu Ende machen. Eine letzte Bitte. Ich weiß nicht mehr genau, um was es in dieser Geschichte geht, aber wahrscheinlich wie in allen anderen Geschichten, irgendwelche Mongolen besetzen einen Ort oder Diebe und wir befreien sie. Dann geht's weiter hier rüber. Das letzte Duell um die Kenji-Rüstung direkt. Ja? Also danach kommt wahrscheinlich dann nochmal der finale Kampf. Und dann erhalten wir die Kenji-Rüstung. Das gehört mit zur Legende hier unten. Die sechs Klingen des Kojiro. Oder Kojiro. Dann, ja, es gibt dann etliche kleine Aufgaben. Ich weiß nicht, hier gibt es einen Schrein. Hier gibt es etliche unentdeckte Orte. Hier gibt es super viele kleine Geschichten. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist Masako und der Sensei. Die haben beide noch unerledigte... Was ist das denn hier? Dem Khan angemessen. Ach so, da ist das die Rüstung der... Oder diese Mongolenrüstung, die der Vater angefertigt hat von einem in der Festung. Ich habe hier Norio-Quests, aber ich habe hier Kenji-Quests, aber ich sehe nichts von Masako und dem Sensei. Seltsamerweise. Doch da. Sensei, Kenji. Norio, Kenji, Masako. Wo ist denn das? Ach, in einem Gebiet, was wir noch gar nicht entdeckt haben. Deswegen sind da die Marker nicht? Das ist ja komisch. Okay. Aber das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen möchte, bevor ich mich hier im Norden um den Kopf des Khans kümmere. Um es mal so auszudrücken. Okay, na dann. Genug geschnackt. Ich brauche mein Pferd. Mein Ersatzpferd. Traurigerweise.
Das werde ich auch noch 100 Mal erwähnen, dass es so traurig ist, dass ich Nobu nicht mehr habe. Aber es ist so einfach. Es ist. Ich hätte auch nicht erwartet, dass Yuna mit allen unseren Verbündeten bzw. Freunden zurückkommt, ja, bei der Schlacht um die Festung am Pass. Da ich nicht damit gerechnet hätte, dass alle noch auf meiner Seite sind. Aber ich habe mich getäuscht und ich bin froh, dass ich mich getäuscht habe. Denn ich kann, glaube ich, jeden einzelnen von denen ziemlich gut gebrauchen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich wahrscheinlich gegen 100 Mongolen mittlerweile ankomme. Hochmut kommt aber vor dem Fall. Bekanntermaßen. Sachen aufrüsten müsste ich auch noch. Ein paar Rüstungen upgraden. Vielleicht noch mein... ich habe vergessen, wie der Dolch heißt. Das Tanto. Ist es das Tanto? Was ist hier denn? Ja, das kann nicht stimmen. Hier bin ich nicht richtig. Weiter in die Richtung. Okay, komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Okay. Macht nix. Reiten wir noch ein Stück. Ja, Yuna ist ja sowieso dabei bei allem, was wir machen. Die, glaube ich, ist eine diejenigen, die am meisten auf Rache schwören, nachdem der Khan Taka enthauptet hat. Der Sensei hilft uns, Masako hilft uns sowieso. Nicht aus irgendwelchen Rachegründen, sondern einfach, weil wir ihr auch so oft geholfen haben. Beziehungsweise wir dem Sensei so oft geholfen haben. Oh, okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist eine Menge. Den könnte ich mich stellen, aber ich will für ein bisschen... Entschuldige mal. Wieso rastet er nicht aus? Ach, ich hab irgendwo... Was, für den Geist? Hä? Sind die Bogenschützen von dem Lager dabei? Das will ich jetzt aber... Oh Gott! Da hat doch jemand geschrien für den Geist. Habe ich mich doch nicht geirrt, oder? Irgendwo rennt hier noch einer rum. Ach da. Hat er sich versteckt? Ich glaube, er hat sich versteckt. Wollte er mehr auflauern, oder? Ah, guck mal. Das war es immer noch nicht. Ich glaube, irgendwo hockt noch einer in einem der Zelte. Aber ich sammle erstmal den ganzen Kram hier ein. Nicht, dass ich da irgendwo noch vorbei renne. Da kam er auch eben aus dem Zelt raus und gibt mir sofort einen mit. Ey, das war...
Vom Ding her nicht schlecht. Aber er hat es trotzdem nicht überlebt. Aha. Wo? Da oben? Moment. Lass. Da oben, wer ist das? Bin ich noch so nah an der Festung, dass sie mich unterstützen? Oder unterstützen sie mich sowieso, egal wo ich bin? Da ich ihnen geholfen habe, die Festung einzunehmen und so, dass sie auch einen Platz zum Überwintern haben, heißt es dann, dass sie... Ey, ich hab doch nichts gesehen. Wusste, hier ist noch irgendwo einer. Dass ich ihnen ermöglicht habe, in der Festung zu überwintern. Ich kann mich an das Gespräch nämlich erinnern mit Takeshi, als wir ihm gesagt haben, du kannst die Festung haben. Da kannst du dich aufhalten. Und ich glaube, als Gegenzug bieten sie hier Geleitschutz an, beziehungsweise überwachen sie so ein bisschen das Gebiet. So, habe ich das erobert, das Lager? Ja, habe ich. Komplett erobert. Na denn, suche an der Schlucht nach dem Lager der Ronin. Es sind also doch noch welche übrig. Oder? Ah, zu spät. Zu spät abgerollt. Beziehungsweise gar nicht abgerollt. Jetzt aber. Ja, ist aber okay. Finde ich, ist auch geil. Wenn ich irgendwo in einen Kampf gerate, dann bekomme ich zumindest ein bisschen Fernkampfunterstützung von den Jägern. Warum nicht? Nehme ich gerne an. Da ist irgendwo höre ich einen Fuchs. Aber ich glaube, wir haben komplett alle Talisman-Plätze freigeschaltet. Weiß ja nicht, ob die Füchse mir dann sonst irgendwelche Vorteile bringen. Das will ich mal, das finde ich raus. Fuchsbau. Mal gucken, wohin er mich bringt. Vielleicht ist es dann auch nur der Vollständigkeit halber. Ja, wenn ich alle Inari-Schreine finden möchte, dann kann ich denen ja weiter folgen. Aber ich glaube, im Endeffekt bringen tut mir das nicht mehr so viel. Außer mich hier durch enge Felsspalten zu quetschen und Fuchsschreine zu ehren. Ah, ich krieg einen Talisman da. Ja doch. Kein Talismanplatz, sondern Talisman. Okay, das wusste ich nicht. Dann werde ich die auf jeden Fall weiter suchen. Das ist klar. So, ich habe das Gefühl, da unten wartet ein Kampf. Von dem dezenten Hinweis. Komme ich da hoch? Nee. Okay. Pass auf. Feindliche Schütze! Schnell! Ich habe das Pferd getroffen. Wie viel die aushalten? Ja, okay, komm. Auf in den Kampf. Jetzt werden sie aber... übermütig. Ey, ich kann dich...
scheiß Holzstöcke hier. So, Moment. Ich brauche ein bisschen was anderes. Umzingelt ihn! Wunderbar. Next. Einer ist hier noch. Hey, hier war noch einer. Ist er abgehauen? Manchmal hauen sie ab. Manchmal hauen sie ab. Ich hab das Pferd erschossen. Och nö. Das wollte ich nicht. Oh Mann. Nur weil der Honk sich bewegen musste, kann er nicht einfach mal ruhig stehen. Jetzt weiß ich, was ich dringend aufbessern musste. Mein Bogen. Mein Kurzbogen. Es kann nicht sein, dass ich 4 Pfeile für einen Ronin brauche, bevor der mal umkippt. Das ist zu viel. Ich will jetzt nicht von Realismus sprechen, aber 4 Pfeile steckt niemand weg. Ne? Egal wie klein der Bogen ist. Das war unglaublich, mein Herr. Dankeschön. Ich habe allerdings bessere Tage. Oh, Moment. Achso, ich dachte, da liegt noch irgendwas rum da hinten. Ich sehe das hier als mein Lohn, ja. Ich will euch nicht bestehlen, aber doch, eigentlich will ich. Egal. Das macht ihnen anscheinend nichts aus. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. Welche Vorräte? Ah, jetzt, ja, ich erinnere mich wieder. Es war das Gasthaus, wo sich die ganzen Ronin rumtrieben. Dann sollte ich hierher, weil es hieß, die Leute seien hierher geflüchtet, oder? War das so? Und dann, ja, jetzt bin ich hier und jetzt geht's noch eine Runde weiter. Aber woher kommen... Das sind nicht Ryusos Ronin, oder eigentlich schon, die sehen genauso aus. Aber eigentlich sollte es keine mehr geben, weil wir sie alle ausgelöscht haben. Beim letzten Mal mit Yuna zusammen. Naja. Die Klippen, zu denen die Ronin wollten. Ja, da vorne. Dann nehme ich jetzt mal meinen Langbogen. Nicht mit Explosion, dass er immer automatisch die Explosionspfeile raussucht. So. Da ist einer. Aber das Ding ist... Das, siehst du, das macht sie ja auch nicht kaputt. Du brauchst immer 2 Schuss. Und das kann mit so einem... Mit so einem Pfeil, der dich komplett aus den Latschen wirft, kann das nicht sein. Das kann nicht angehen. Das war... Es muss dann immer ein... Der Schuss muss immer sitzen. Genau zwischen die Augen. Ansonsten... Ist aber auch ein heftiges Teil. So, er hat es natürlich gesehen. Der kann nur er sein. Alles so. Tot. Jetzt zu den Männern. Alle tot. Ich habe bis jetzt noch keine Kampfhaltung gefunden, die so locker, flockig, flauschig von der Hand geht wie
die Wasserkampfhaltung gegen Schildträger mit der Kombo. Keine Ahnung. Ich fühle mich ja fast auch schon ein bisschen schlecht, weil ich nur die benutze und das mag vielleicht ein bisschen langweilig erscheinen für manche. Ich werde in Zukunft mal ein bisschen was anderes versuchen, aber da mache ich zu viele Fehler. Das ist mir zu... Ja, ist mir nicht effektiv genug eigentlich. Also, weil ich damit nicht so gut klarkomme. Vielleicht muss ich es auch einfach nur lernen. Aber... Ich werde es versuchen. Welche mir Sie noch ganz... klar unterlegen, mein Herr. Die, nicht ich, ne? Damit meinst du... Sie meinst du die Ronin? Oder meinst du mich? Ihr seid sicher. Danke, mein Herr. Diese Ronin verdienten den Tod. Sie töteten Unschuldige im Gasthaus. Ich habe einige von ihnen erkannt. Sie dienten einst dem Yarikawa-Clan. Überlebende der Rebellion. Und doch Verräter ihres eigenen Volkes. Okay, das... Es sind noch mehr von uns in der Nähe. Die Ronin haben Hoa, Hiwe und Oda. Dann ist Oda am Leben. Wenn es hier Tote gab, kümmert euch darum und bringt euch dann in Sicherheit. Wer ist Oda? Wer oder was ist... Suche in der Nähe des Kobara-Sees nach dem Lager... Okay, ich werde jetzt also ein Lager nach dem anderen aushebeln. Hey, da hat man mit Mongolen ja auch noch nicht genug Stress. Da müssen dann auch noch Ronin dazukommen, die meinen hier alles... Wo... Achso. Ah, okay, das ist recht nah. Das heißt, das kann ich gleich als nächstes mitnehmen. Und da, Mann, habe ich noch irgendwas übersehen? Böller. Ja, okay. Die Kampfhaltung, die noch ziemlich effektiv ist, glaube ich, die gegen die Barbaren, ja, gegen die Dicken. Nicht nur, weil dieser Tritt, glaube ich, nach zwei Schlägen sofort die Deckung durchbricht, aber auch, weil ich dreimal diesen Angriff machen kann. Was mich aber gegen Angriffe verwundbar macht. Ja, weil ich... Oder ist dort irgendwo. Da vorne, ne? Weil ich diesen Angriff nicht wirklich unterbrechen kann. Ja, und wenn ich diesen Wirbelangriff mache, dann kann ich von allen Seiten getroffen werden. Das heißt, das sollte ich nur machen, wenn die Typen sowieso entweder am Taumeln sind oder gerade... Ja, irgendwie angstvoll zurückweichen und dann sowieso nicht angreifen. So. Ich will hier jetzt mal ein bisschen Verwirrung stiften. Zack. Jetzt rastet er richtig aus. Ich find, das ist so geil. Wie er dann auch noch so... Oh ja, noch mit Feuerpfeilen. Und einen der Ronin, komm. Ich will doch nicht den gleichen nochmal treffen. So, du. Ich habe das Gefühl, die Ronin sind ja noch ein bisschen stärker. Okay, der gerade auf ihn einsäbelt, das ist, glaube ich, der Lagergeneral. Da habt ihr natürlich keine Chance. Moment mal, sind das Feinde? Nee. Ach komm, weil es so schön war. Oh, ich habe keine mehr? Okay. Okay, das durchbricht nicht seine Deckung. Das ist gut zu wissen. Okay, es geht also... Ey, wo willst du hin? Wen hast du da gesehen? Niemanden. Dann ist ja... Oh, das war genau das richtige Timing.
Ach komm. Nicht, dass er sich noch erholt irgendwann. Es ist wirklich so, dass ich die Kampfhaltung nicht, zumindest nicht effektiv gegen alle einsetzen kann. Ach Leute, wieso habt ihr denn keine Vorräte? Alle nur diese Rauchbomben-Scheiße hier. Die nutze ich nicht. Mein Herr. Ja, Moment. Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Also muss ich tatsächlich gegen die Ronin entweder die Wasserkampfhaltung oder die Steinkampfhaltung, also für Schwertträger oder für Schildträger. Alles andere ist nicht effektiv genug. Ihr müsst schnell zum Gasthaus. Meine Frau wurde verwundet. Ich sprach mit ihr. Ist sie? Ihr letzter Gedanke wart ihr. Oh nein. Oh. Meine arme, liebe Frau. Ihr Tod wurde gerecht. Diese Ronin tun nie wieder jemandem weh. Danke, mein Herr. Ich muss sie ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Ach so, war unsere Aufgabe, ihn zu finden? Komm schon wieder. Jedes Mal, wenn mir auffällt, dass ich Technikpunkte verdiene, habe ich 3. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Talisman der zweifachen Zerstörung. Angriffe haben eine Chance von 10% doppelten Schaden zu verursachen. 10% ist eine Hausnummer. Ich sollte darüber nachdenken. Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance von 15% ein Entschlossenheit zu erstatten. Ja, mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens bei 50% oder weniger stellt Heilung zusätzlich 30% Gesundheit wieder her. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens. Der hier, Gegner zu töten, stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Solange ich Gosakus Rüstung trage, ist der hier nicht mehr ganz so mir fällt gerade das Wort nicht ein. Effektiv? Ja, nein, nützlich, glaube ich eher. Mehr Vorräte. Welcher würde denn noch hier in Frage kommen von den großen Talismanen? Zusätzlicher Schaden, Kopfschusstreffer, Pfeile treffen lautlos, eiserner Wille, belebt dich mit 50% der maximalen Gesundheit wieder her. Hm. Wäre für 2 zusätzliche Kunai, dann wären das 5. Das wäre zum Beispiel so ein Ding. Ich hau so 5 Wurfmesser und dann gehe ich mit diesen Wirbelattacken da rein. Weil von diesen Wurfmessern fangen sie an zu taumeln und können erstmal ein paar Sekunden nichts machen. Und dann kann ich mich da reinstürzen. Rauchbomben. Tja. Nee. Ist hier alles nicht... Ich könnte hier den einen... Warte mal, was war das? Der 2 von Zerstörung. Ja, komm. Mach ich mal. Ich habe hier einen, der sowieso den Schaden erhöht. Und dann hier einen, der bei jedem 10. Schlag, statistisch gesehen, doppelten Schaden verursacht. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt genau das Gleiche wie... Ja, wohl mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens. Ja, keine Ahnung. Ich werde sehen. Ich mache es einfach mal der Dynamik willen, dass ich nicht 2 von den gleichen Talismanen drin habe, sondern ein paar verschiedene. So. Also. Ich habe jetzt auch weiß Gott genug Vorräte, dass ich meinen Bogen, glaube ich, aufwerten könnte. Und ich habe gerade gesehen, ich habe ja 3 Technikpunkte. Dann kann ich auch hier mal, weiche im letztmöglichen Moment aus, um einen tödlichen Gegenangriff. Kurz bevor... Ah.
Ah, ausweichen, nicht parieren. Gefällt mir. Also, ausweichen, nicht parieren. Beim Ausweichen im letzten Moment und dann irgendeine Angriffstaste. Okay. Finde ich gut. Teste ich aus. Okay, damit haben wir auch diese Quest hier fertig. Dann geht's jetzt hier rüber. Ich bin verdammt nah an der Festung. Da oben ist sie. Da oben hockt mein Onkel und denkt sich, fuck, was habe ich falsch gemacht? Tja, Onkel. Aber jetzt werde ich erstmal weiter zu dem Duell. Ich könnte ja eigentlich hier hoch, oder? Ich muss sowieso hier lang. So. Das hier war mal ein Mongolenlager. Warum liegt hier noch so viel Stuff rum? Das ist ja der Hammer. Habe ich das beim letzten Mal hier vergessen? War ich hier schon mal? Ein Artefakt? Trockenfleisch. Luftgetrocknetes und zerkleinertes Fleisch namens Borz dient mongolischen Soldaten als Feldration. Borz lässt sich einfach transportieren, wird lediglich mit Wasser gekocht und oft unter dem Sattel aufbewahrt, um es noch zarter zu machen. Ah ja. Das ist ein verlassenes Lager. Oder ich habe die Typen hier fertig gemacht, habe aber vergessen, das ganze Zeug mitzunehmen. Das sieht aber so gar nicht nach mir aus, eigentlich. Naja, jetzt haben wir es ja. Und, tja, wenn ich damit durch bin, irgendwo auf dem Weg nach unten, muss ich... Ja, das wird dann wahrscheinlich entweder die Yarikawa-Festung oder hier unten... Wie heißt das nochmal? Die Omugi-Bucht. Oder da, wo ich meinen Bogen aufwerten möchte. Also ich brauche irgendwo einen Schmied. Da mir die Burg Shimura aber nicht mehr zur Verfügung steht, bin ich relativ weit weg von allen möglichen Möglichkeiten. Von allen möglichen Möglichkeiten. Warte mal, ist das hier... Achso, das sah aus wie ein Bambusstand. Nee. Warum nehme ich eigentlich nicht mein Pferd? Ich acker mir hier einen ab. Oh, da haben sie wieder eine Geisel genommen. Jungs. Nicht cool. Kriege ich ihn? Komm schon. Ha. Da war gerade ganz kurz. Aua, hey. Ich will das jetzt probieren. Okay. Das mit dem im letzten Moment ausweichen hat noch nicht so wirklich funktioniert.
Kann aber auch sein, dass es bei Speerträgern nicht unbedingt funktioniert. Alles wird wieder gut. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Geht. Gebt auf euch acht. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Okay. Danke. So, ist das da vorne? Nee. Da ist aber... Habe ich... Moment. Was ist das? Ah. Das muss ich mir merken. An der Küste einfach runter und gucken, was das da vorne für ein Turm ist. Ich habe auch letztens gesehen, ich habe noch nicht... Oder es gibt Leuchttürme, die ich entfachen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil bringt, wenn man alle Leuchttürme entfacht. Ob es dann irgendeinen schicken Talisman gibt oder sowas. Aber zum Beispiel der an der Festung am Pass, den habe ich noch nicht entzündet. Es gibt da aber einen, den habe ich gesehen. Ist das Duell... Tja, das ist jetzt die Frage. Ist das irgendwo da oben oder ist das hier unten? Ich glaube, das ist hier unten irgendwo. Oder die hocken ja meistens irgendwo unten. Das sieht mir nach einer Arena aus. Das Abseilen ist da noch ein bisschen... Guck mal, er hält sich auch nicht automatisch fest. Ich muss aber sonst nichts drücken. Wenn ich mich irgendwo festhalten möchte. Deswegen... Ey, ich hab doch gedrückt. Oh Mann. Jetzt muss er sich erstmal wieder aufpimpen. So, hier ist das letzte... Duell vor dem alles Entscheidenden. Denn. Schöne Kulisse. Endlich. Ich war des Wartens schon überdrüssig. Das ist ja nicht mein Problem, oder? Ist das mein Problem? Eher nicht. Das ist Wahnsinn. Ihr seid kein Krieger. Nur ein mordender Hund. So gefällt mir das. Na los, Sakai. Ich habe mich schon darauf gefreut. So. Konzentration. Bei ihm könnten wir eventuell diese Technik versuchen anzuwenden, aber ich sehe mich da schon wieder ein Risiko eingehen und fast verlieren, wenn ich hier versuche rumzuexperimentieren. Das wird bei solchen Gegnern nichts. Es geht meistens schief. Alter. Da war ganz kurz... Es ist immer, wenn diese kurze Zeitlupe kommt und es ein bisschen dunkler wird. Da, das... Oh, das wäre es gewesen. Nee, das war es nicht. Oh. Das war es auch nicht. Das war's.
Hey. Oh. Okay, das war gerade die epischste Pose nach einem tödlichen Angriff. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Das waren 5 Duelle. Ich muss mich dem Mann stellen, der die Ronin schickt. Ja. Der Musikant in der Omugi-Bucht weiß vielleicht, wo Kojiro ist. Okay, das heißt, es findet nicht hier statt. Gut zu wissen. So. Das heißt, ich muss ganz darunter. Was ich jetzt mache, ich gucke mir hier diesen Turm an und dann werde ich zu diesem Schrein gehen. Den habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Dann werde ich wahrscheinlich hier zur Yarikawa-Festung rennen, meine Sachen upgraden, den Schrein hier mitnehmen. Dann hier runter die 2 Lager befreien und dann hier runter. Ja. Okay, das ist eigentlich Masterplan Teil 2, Westküste und dann rüber in die Omugi-Bucht. Das klingt doch solide.